Servus Leute und herzlich willkommen zur Simulation der WM 2018 in FIFA 18. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich und auch ihr gehypt auf die WM 2018 seid. Und wir haben nicht mehr so lange zu warten. Es sind nur noch 4 Wochen und am Dienstag, also wo ich das jetzt gerade aufnehme, ist es noch 2 Tage hin. Wahrscheinlich bei euch nur noch ein oder vielleicht auch gar kein. Sondern nur noch ein paar Stunden. Aber ich denke, das kommt am Montag online, dieses Video. Und ja, ihr seht schon hier. WM, ich hab's nachgestellt, aber ein paar Teams sind ja nicht in FIFA vertreten wegen der Lizenz. Und zwar Marokko, Iran, Kroatien, Nigeria, Costa Rica, Serbien, Südkorea, Panama und Tunesien. Und ja, für Marokko habe ich Bari genommen, für den Iran habe ich Avellino genommen, für Kroatien habe ich AS Rom genommen, für Nigeria habe ich Benevento genommen, für Costa Rica Crotone, für Serbien habe ich Florenz genommen, für Südkorea einfach mal Südafrika, weil es fast dasselbe, ja, weil es fast derselbe Name ist, so wollte ich es jetzt eigentlich sagen. Dann noch für Panama habe ich genommen Cremona und für Tunesien habe ich Empoli genommen. Also ich habe so eingeschätzt, ob die Teams gut sind oder nicht. Wenn sie scheiße sind, habe ich natürlich auch schlechtere Teams genommen. Und wenn sie besser sind, zum Beispiel jetzt Kroatien, habe ich natürlich alles rumgenommen. Dass ihr das versteht, dass hier nicht alle Teams original drin sind. Hier gehe ich mal die Gruppen alle durch. Ja, sind alle so auch eingefügt geworden, wie sie auch in echt dann sind, die Gruppen. Ja, und ich werde Russland steuern, aber ich werde nicht selber spielen, sondern ich werde alle Spiele simulieren, und zwar im Kalender. Und am Ende wollen wir natürlich herausfinden, wer die WM sehr wahrscheinlich gewinnt. Also, das hier ist sozusagen eine Probe. Ja, leider habe ich die Spiele nicht machen können, weil sonst würden wir jetzt hier gleich gegen Saudi-Arabien spielen. Okay, ja, es gibt leider doch, hier gibt es einen Kalender, passt. Und damit können wir schon mal weitergehen. Und zwar zu den Gruppenspielen geht's weiter. Und zwar zu dem letzten Gruppenspiel. Und dann schauen wir mal, wie es bis da aussieht. So, wir sind beim letzten Gruppenspiel angekommen. Russland ist Zweiter, also mein Verein hier. Uruguay hat ja alle Spiele gewonnen. Ägypten mit Salah leider nur Dritter. Ja, aber sie können es noch schaffen, wenn ich jetzt hier gegen Saudi-Arabien verlieren sollte. Aber das denke ich jetzt mal nicht. In der Gruppe B steht Spanien auf dem ersten Platz und Portugal auf dem zweiten. Avellino ist der Iran und Bari ist Marokko. Dann in der Gruppe C steht Frankreich und Australien auf den ersten und den zweiten Platz. Dänemark noch hinter Australien. Also da ist auf jeden Fall noch alles möglich. Für Peru ist hier aber wahrscheinlich schon Endstation, weil die werden nicht 10-0 gewinnen. Aber Frankreich ist eigentlich schon weiter, fast. Dann in der Gruppe D ist Argentinien und Kroatien weiter. Island könnte es noch schaffen, aber ja, vielleicht, wenn sie jetzt gegen Benevento noch spielen, dann vielleicht schon, aber ich denke nicht. In der Gruppe E ist Brasilien und die Schweiz vorne. AC Florenz ist ja Serbien, aber ja, hier ist schon alles entschieden. Brasilien und Schweiz kommen weiter in die nächste Runde oder in die K.O. fast. Dann in der Gruppe F, wie zu erwarten, Deutschland natürlich Erster, alle Spiele gewonnen. Dahinter Mexiko auf den zweiten Platz, das überrascht mich. Bei Schweden hätte ich jetzt eher auf den zweiten Platz eingeschätzt, aber Südkorea, ja, es ist Südafrika, aber Südkorea ist es eigentlich, das ist eigentlich schon realistisch, dass die hier Letzter sind. Vielleicht gibt es aber in Real, also dann, wenn die WM stattfindet, vielleicht ein Wunder und Südkorea schafft es dann doch. In der Gruppe G, what? Belgien und Cremona. Cremona ist Panama. Leute, England ist schlechter als Panama. Da ist eigentlich auch schon wieder alles entschieden, außer England gewinnt eben 4-0 oder 5-0. Ja, also das ist eine Überraschung. Empoli ist Tunesien. Ja, es war klar, dass die hier nicht weiterkommen eigentlich.
Dann in der Gruppe H sind Kolumbien und Cagliari Calcio. Weiter wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Ich sehe nicht, wen ich für die genommen habe. Genauso wie für Bergamo. Okay, da ist mir wahrscheinlich ein Fehler unterlaufen. Die beiden habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Aber vielleicht, wenn Cagliari Calcio weiterkommt, dann werde ich noch nachschauen, wer das ist. Ja, und das war's dann auch schon mit der Gruppenphase. Dann simulieren wir hier das Spiel gegen Saudi-Arabien. Hier wurde alles umgedreht, denn echt spielt Russland gegen die als erstes, jetzt als letztes in der Gruppenphase. Es wäre natürlich scheiße, wenn jetzt Russland nicht weiterkommen würde, aber sie kommen weiter, weil dann kann ich noch weiter simulieren. Das ist auf jeden Fall gut, weil ich war einfach zu dumm, Deutschland auszuwählen. Und wir spielen natürlich gegen Deutschland, das ist natürlich, ja, hat natürlich alles so geplant hier. Ja, aber da wird sicher Deutschland weiterkommen. Also, wir haben bisher alles gewonnen, bruh. Ja, und what? Deutschland gewinnt sogar nicht mal so eindeutig. Ich hätte jetzt gedacht, das wird so ein 3 oder 4-0. Aber nur ein 2-1. Ja, Russland ist aber trotzdem ausgestiegen. Ja, ich habe gerade die Nachricht auch noch bekommen. Hier ist nichts. Wir können ja das noch anschauen. Mbappé ist Torschützenkönig bisher. Und Ronaldo nur mit 3 Toren. Okay. So, ich simuliere mal zum Ende des Monats hin. Dann sollten wir so schon das Halbfinale fertig haben. Glaube ich, vielleicht sind wir ja dann schon im Finale. So, dann schauen wir mal an. Ich will es noch nicht sehen, ihr seht es auch noch nicht. Obwohl, ja, wir müssen es jetzt schon sehen. Und Belgien gewinnt, okay? Wenn das passiert, dann verlose ich eine 50er PSN in dem Livestream. Wenn Belgien gewinnt, das glaube ich nämlich eher nicht. Auch möglich, sie haben ja Eden Hazard, Nainggolan. Nainggolan ist ja nicht dabei. Stimmt, ja. Also Kolumbien ist im Viertelfinale ausgeschieden dann gegen Frankreich. Frankreich war dann im Halbfinale. Dann Deutschland. Ja, Frankreich gewann 3-0 gegen Kroatien dann im Achtelfinale. Gewann dann gegen Kolumbien im Viertelfinale. Ja, schied dann gegen Deutschland im Halbfinale im Elfmeterschießen, muss man noch dazu sagen. Dann kam Uruguay ganz knapp gegen Schweden weiter im Elfmeterschießen. Ja, schied dann aber mit einem 1-2 gegen Deutschland im Viertelfinale aus. Deutschland 2-1 gegen uns, das wissen wir ja schon. Und dann hieß das Halbfinale Frankreich gegen Deutschland. Und Deutschland gewann dann 5-4 im Elfmeterschießen. Und stand dadurch im Finale des Weltcups, Weltmeisterschaft. Gehen wir rüber auf die rechte Seite. Im Achtelfinale gewann 2-0 Spanien gegen Australien. Die dann auch ins Halbfinale gegen Brasilien nach dem Elfmeterschießen, nach einem 2-2 dann kam, aber dort dann gegen Belgien ausschied. Ja, Brasilien gewann gegen Cagliari. Keine Ahnung, wer das jetzt war, habe ich ja nicht aufgeschrieben. Aber schied dann im Viertelfinale aus. Argentinien gewann gegen Portugal. 2-1 im Achtelfinale, verlor dann aber gegen Belgien im Viertelfinale. Und Belgien, ja, 2-0 gegen die Schweiz, gewann dann im Viertelfinale. 2-1 gegen Argentinien im Halbfinale, dann noch 2-1 gegen Spanien und im Finale gegen Deutschland gewann Belgien mit 2-0 oder Deutschland verlor 0-2, so müsste. Und da sehen wir es auch, ich habe es vorhin schon gesagt, also mit Eden Hazard und so haben die auf jeden Fall auch in der Realität gute Chancen, aber ich denke mal eher nicht, dass die es werden. Aber Eden Hazard auf jeden Fall mit den 6 Toren für Belgien. Es könnte natürlich auch Thorgan Hazard sein, aber ich denke mal, das ist jetzt der Eden. Da Lacazette hinter ihm mit 5 Toren. Cavani auf dem 3. Platz mit 4 Toren für Uruguay. Dann Mbappé mit 4 Toren für Frankreich. Ronaldo nur mit 3 Toren. Die sind ja gegen Argentinien ausgeschieden mit 2-1 schon im Achtelfinale. Ja, deswegen konnte er ja leider nicht so viel. What? Neymar! Warte, wo war nochmal Brasilien? Ach ja, ich glaube im Viertelfinale gegen Spanien ausgeschieden, ja. Aber Neymar nur mit 3 Toren? Okay, ja, wenn man im Viertelfinale ausscheidet, ist es schon schwer, mindestens 4 oder 5 Tore zu schießen. Also ich bin überrascht, dass hier nur einer 6 Tore hat. Das ist Eden Hazard. Ich hätte gedacht, da kommen schon mehrere mit so 6 und dann auch noch mehr mit 7 und einer noch mit 8. Aber
Also bleib bei 6. Ja, Jesus, Gabriel Jesus mit 3 Vorlagen. Also das ist jetzt nicht interessant, falls es wen interessiert hier. Also wenn ihr alles stimmt, verlose ich 100.000. Brasilien aber mit den meisten Spielen ohne Gegentor, obwohl die im Viertelfinale ausgeschieden sind. Okay, mit Neto im Tor. Ja, Belgien muss natürlich auch mehrere gelbe Karten haben, weil sonst gibt es ja eigentlich keinen Sinn. Die werden jetzt hier nicht, die Gegner einfach laufen lassen und dann hoffen, der Keeper fängt ihn. Und rote Karten, das kann ich mal durchgehen, hatte die Schweiz, Spanien 2-mal, Dänemark 1-mal, Peru 1-mal und Australien auch noch 1-mal, Bari war Marokko. Ja, und das war's dann von dem Video heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war der WM-Modus, kann man schon sagen. Und ja, hier seht ihr meine Prognose. Ja, Belgien gewinnt 2-0 im Finale. Wäre natürlich auch mal geil. Ich weiß nicht, wann wurden die das letzte Mal Weltmeister? Ich glaube, das ist schon länger her. Ja, falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst noch ein Abo und ein Like da. Vielleicht werde ich ja mal die Bundesliga simulieren. Aber das wird sehr schwer. Aber vielleicht kommt es ja dann, wenn die WM oder so vorbei ist oder vielleicht in der Mitte so ist. Ja, vielleicht kommt ja dann nochmal so ein Simulate-to-Prognose, keine Ahnung. Ja, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.